Jo Leute, willkommen zurück zu Just Cause 3 und ich würde sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter und zwar, oh, wir sind ja ganz schön weit weg. Egal, wir fahren Rico, weiter. Bist du da? Ja. Du hast nicht over gesagt. Over. Er ja, hat bestimmt keine Lust. Lust mehr auf dieses Spiel. Ich komme mir so dumm vor. Du bist aufgetaucht und ich dachte, tja, was denn? Das war ein Rückschlag. Eine Niederlage. Aber wir machen weiter. Ich muss Bambi töten für Creeps. Yugi wird böse auf mich sein. An der Spitze von Zorros. Bambi! Wir haben uns hier verkrochen. Dima ist auch hier. Bambi! Sie will mit dir reden. Ich will ja mich nicht selber töten, aber Bambi muss erledigt werden. Also wenn ich weiß, wer Bambi ist, dann guck lieber mal Creeps Channel. Oh. Bambi. Hä? Ich hab's doch überfahren. Wie kann's dann noch leben? Es ist ein Zombie-Bambi. Vom Creeps. Das Bambi. Das wurde bei mir mutiert und zu mir geschickt. So, jetzt bist du erledigt. Wenn du jetzt aufstehst, bist du ein Zombie. Nö. Ich glaube, es lebt nicht mehr. Weil ich es kann. Nehmen wir den Bambi mit. Bambi, wir bringen dich zum Arzt, keine Sorge. Ja, Bambi braucht einen Notarzt, Leute. Bitteschön, habe ich hier einen Tierarzt? Guten Tag. Oh, toll, jetzt bin ich gegen die Mauer gefahren. Tut mir leid, Bambi. Ach, weißt du was? Bambi, Ruhe in Frieden. Perfekter Parkplatz. Was mit Bambi? Ha. Okay, dann fliegen wir ein bisschen. Oh ja. Das hat. Okay, da ist Bambi. Armer Bambi. Armer Bambi. Creeps wird sich irgendwie freuen. Moment, gucken wir gleich mal weiter, wie es Bambi geht. Bambi? Da. Da ist das Fahrzeug. Und wo ist Bambi? Ach, da. Bevor ich ertrinke, schnell hoch. Oh. Das war knapp. Okay, gucken wir gleich noch ein drittes Mal zu Bambi. Stopp. So, wir gehen jetzt runter. Wo ist Bambi? Ach, da sind wir da. Guten Tag, Bambi. Bambi steht aufrecht. Oh Mann. Wirklich ja ein Zombie-Bambi. Schnell hoch. Moment. So, Dankeschön. So. Dankeschön. Bambi ist jetzt frei. Und ups. Ich brauche ein paar Waffen. Ein paar Granaten. Oh, ich habe alles voll. Dankeschön, Leute. Und ich muss mal kurz gucken. Hier gibt es nämlich ein Geheimnis. Wenn ich schon hier bin, kann ich ja das untersuchen. Kommt er, der König der Rebellen. So, dann gehen wir dorthin. Dankeschön. Stimmt. Nee. Da hinten. Ja, hier irgendwo. Ich höre auch was. Führe uns, Rico! Mache ich aber erst später. Du bist oh, Moment. Ich höre irgendwas. Auf der anderen Seite. Moment, vielleicht. Da irgendwo. Stopp. Gibt es einen Durchgang? Ach, egal, Leute.
So, wir fliegen mal in eine Höhle. Autsch, was war das denn? Wow. Ja, ich habe überlebt. Und ich kann das halt überleben, auch wenn man in eine Höhle hier fliegen kann. Dankeschön. So, dann fahren wir weiter oder machen wir das Story weiter. Und Leute, ich würde sagen, bis gleich. Ich kann nicht. Es tut mir leid, mein Junge. Was ist passiert? Nichts. Du hast die Rebellen also gefunden, Sheldon. Ach, weißt du, mein Pilot Crashy sagt, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Und du kennst mich, Menschenfreund des Jahres. Und zwar jedes Jahr. Klar. Doch wirklich. Deswegen habe ich gerade einen Deal mit den Rebellen ausgemacht. Du rettest sie, sie helfen mir und dafür helfe ich dir hinzukommen, wo immer du willst. Vielen Dank, Sheldon. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Also können wir jetzt überall schnell reisen. Das hört sich verlockend an. Am meisten, da müssen wir nicht lange rumlaufen. Mit Mario reden. Mario? Oh. Noch ein Cutscene, also, wie gesagt, bis gleich. Was war das eben mit Sheldon, hä? Er hat mir das Funkgerät gegeben. Er hat uns allen welche gegeben und sagte, es wären Geschenke. Du hast mich angelogen. Er wusste, dass wir keine Chance haben. Das ist unsere Revolution, aber wir gehören ihm. Mario, ich kenne Tom Sheldon. Ich habe lange mit ihm gearbeitet, aber du bist ein Freund. Du musst mir die Wahrheit sagen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ist schon okay. Nie die Deckung vergessen, Amico. Ach, wie lustig. Er ist ganz nass. Komm. Die Rebellen sprechen über ein Bavarium-Depot. Das ist ein Lager für Bavarium. Es würde ihm wehtun, wenn wir das zerstören. Ich sehe mir das mal an. Das Spiel hat begonnen. Die Wahrscheinlichkeit eines qualvollen Todes ist sehr hoch. Hey. Ich rede von dir. Die Ravello ist jetzt der gefährlichste Mann der Welt. Ich brauche meinen Bavarium-Scanner. Triff dich bei Vigilato Nord mit meiner Kontaktperson. Gut, machen wir. Und Mario, ich hoffe, du bist nicht ertrunken. Und hoffentlich kannst du schwimmen. Hoffentlich, sonst hätten wir aus Versehen einen Kumpel getötet. Aus Versehen. Ich kenne diesen Kerl. Sein Boot scheint auf dem Trockenen zu liegen. Mario, du lebst ja noch. Er ist ein netter Kerl, Fratre. Klar kann ich das machen. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Marios Freund. Tut mir leid, Mario. Ich habe in der Nacht der Feuer Angehörige verloren. Meinen Onkel und einige Cousins. Schön. Oh. Was war das? Ich bin nur dagegen gekommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Moment. Boot auf Grund. Ach so. Klar. Die See ist heute ziemlich rau, mein Freund. Wären Sie so nett, uns wieder ins Wasser zu bringen? Okay. Danke, Rico. Das vergesse ich Ihnen nie. Ich habe nichts gemacht. Wir benutzen diese Signalleuchten, um unsere Rebellen zu versorgen. Ja, Leute, ihr habt gesehen, ich habe überhaupt nichts gemacht. Hier, ich bring dich nach Maneja. Das ist deutlich. Ich stand nur so, wollte was drücken und dann weg. Läuft bei ihm. Statistiken. Rufe Kartenbildschirm auf. Ach so. Ja. Hier ein Tor. Ja. Oh, Schnellreise.
Aber das Coole ist, ich habe nichts gemacht. Ich musste überhaupt nichts drücken. Das ist sehr witzig. Wirklich. Dass ich wirklich nichts machen musste und auf einmal... Oh, schon liegt es im Wasser. Okay, das ist wirklich die beste Stelle jetzt. In dieser Folge. Und ja. Jetzt erledigen wir die Ravello. Würde ich sagen. Klar, dann mache ich selbst mal Sprung. Weißt du was? Rico. Mission abgeschlossen. Wow. Oh, Schnellreisefähigkeit. Nö. Wer hat gesagt, dass ich Fallschirm benutzen will? Bei Vigilator Nord. Er kann dir helfen, den Bavarion-Scanner zu finden. Autsch. Hoch mit uns. Wer hat gesagt, dass ich Fallschirm benutzen will? Und das Ding ist, ich mache jetzt die zweite Mission und dann machen wir wieder 4 Hauptmissionen. Moment mal. Was ist das? Ach so, ich dachte, das wäre ein Auto. Du bist aus einem Albtraum aufgewacht. Und ich bin aus einem... Naja, vom Baum wachgerüttelt worden. Moment. Oh, eine Limousine. Klar, nehme ich mir die. Mache ich. Oh, tut mir leid. Oh, ja, alles ist okay noch. Oh, ich dachte schon, ich steck fest. Oh, du standst im Weg. Naja, kann schon mal passieren. Und noch einmal überfahren, die Leiche. Ist das nicht vorbildlich? Ja. So, jetzt lasse ich das liegen und fahre jetzt mit dem Sportwagen weiter. Ja, Mann. Jetzt habe ich eine Limousine. Ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort genügt. Welchen soll ich nehmen? Ich glaube, den hier nehme ich. Ja, den nehme ich. Der sieht viel cooler aus. Und ich jetzt auch mal viel schneller. Oh ja. Oh. Ja. Schöner. Ja, nicht mehr. Da das schon kaputt gegangen ist, fast. Oh, ich fahre aber schön. Meine Fahrkünste vom Feinsten. Genau, wie gesagt, nicht vom Gaspedal gehen. Aber ich verschrecke einfach die Kinder. So, Dankeschön für eure Kooperation. Ja, erschreckst dich. Stopp. Autsch. Gut, dann gucken wir, welchen Wagen wir jetzt nehmen. Diese Stadt gefällt mir sehr. Sogar mit Nitro, glaube ich, oder? Wow, das geht aber ab. Ich wette 1 auf 180. Ach, tut mir leid. Die Bushaltestelle habe ich nicht gesehen. Genau wie das. Wow, das geht aber ab. Wow, das war sehr knapp. Und? Ja, Mann. Für die Revolution. Der ist wie für dich gemacht, Rico. Dankeschön, aber... Ich würde sagen, wir gehen jetzt dorthin. Mit unserem schönen Auto. Habe ich... Rico, ich habe das noch nicht? Tatsächlich. Ja, gut, dann nehmen wir das. Oh, das geht aber ab. Okay, dann würde ich sagen, diesen und dann war es auch. Mit dem Auto. Autos. So.
Weg da. Weg da. So, runter mit dir. Dankeschön. Hübscher Wagen, Rico. Ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort so, ich brauche diesen Wagen nicht mehr, weil da gibt es einen schöneren. Also einen heileren. Und? Was ich mache? Gegen dieses Gebäude fliegen und fast sterben. Das mache ich. Und was machst du so als Hobby? Ja, das haben wir auch noch nicht. Boah, der geht bestimmt auch ab. Oh, der geht ja noch mehr ab. Okay, diese Stadt liebe ich. Hey, ja, alles was Beine hat. So, also das gefällt mir am besten bisher. Ich guck mal kurz. Diese Stadt liebe ich. Mann, keine Ahnung. Und, oh ja, dieser Wagen gefällt mir. Er ist bestimmt 1 von auf 180. Machst du es richtig, Rico? Yep, fast einen Passanten überfahren. Und ein tut mir leid, ich darf das, ich bin Rico. Jetzt weg hier. Was machst du da? Oh, danke schön. Mein lieber Charlie. Es ist nichts geschehen, nur ein Anschlag. Ich habe nur nicht wie so ein Geistzeug da rumgefahren. Das bildet ihr euch ein. Denn seht ihr nicht, wie gut ich fahre? Auf einmal. Und nicht von der Gaspedal gehen. Genau. Moment. Wir fahren jetzt hier hoch. Ja? Ach komm. Ich drücke auf Gas und falle runter. Sinn? Okay, natürlich weiterfahren. Oh, Helikopter. Rico, diese Wingsuit-Kurse sind der Hammer. Dabei lernst du richtig fliegen. Tschüss. Das war die beste Idee des Tages. Ja, Wingsuit-Kurse, das machen wir später mal. Wie gesagt, erstmal Provinz einnehmen. Und dann später machen wir das mal. Aber mit dem Helikopter geht es ja schneller. Darum, ja. So. 100. Okay. Kann schon mal passieren. Direkt gestartet und nicht mal eine Minute schon explodiert. Wie gesagt, lasst mich nicht in ein Flugzeug rein. Sonst explodiert es natürlich. Also, ja. Wie gesagt. Niemals mit mir Auto fahren. Niemals mit mir in ein Flugzeug steigen. Ihr werdet es bereuen, Leute. Ihr werdet es wirklich bereuen. Wo bin ich denn gelandet? Ich bin hier bei... Ja, toll. Oh, aber wenn ich es ein bisschen näher... komm, wir spielen ein bisschen mit einem Swingsuit. Oder fliegen ein bisschen damit. Obwohl, mit einem Helikopter wäre es ein bisschen schneller. Ja, wirklich ein bisschen schneller. Aber wenigstens trainieren wir ein bisschen das mit dem Wingsuit. Also, wir werden dafür ein bisschen erfahrener. So, nochmal. Und noch ein bisschen schneller. So, dankeschön. Und? Oh, Bambi, guten Tag. Tut mir leid, ich muss das für Creeps tun. Creeps. Moment. Sag mir nicht, du wurdest überfahren. Zu spät, die haben schon für mich getan. Bambi. Ich werde dich wieder beleben. Genau, überfahren noch Bambi. Bambi, sei wieder am Leben. So, jetzt bist du wieder am Leben.
Das war niemand. Oh, Motorrad. Mal gucken, ob wir das hier wieder... wieder Skills besitzen mit dem Motorrad. Obwohl... Naja. So. Das Geheimnis von Biz Electra. Naja, oh. Das ging ganz schnell. Also heißt es Cutscene. Also würde ich sagen, bis gleich, Leute. Okay. Ich verstehe. Wenn man berücksichtigt, dass... Nach meiner Berechnung enden die Kabel von Biz Electra irgendwo da drüben. Da ist ein Energieknoten für General Di Ravellos HSW. Zerstör ihn, dann können wir die Waffe vielleicht abschalten. Wird mir ein Vergnügen sein. Viel Glück. Das wird auch mir ein Vergnügen sein, die Ravello zu erledigen, zu demütigen, wie auch immer. Die Rohre erreichen. Klar, schaffe ich locker. Und schon bin ich dort. Folge den Rohren, Rico. Ach so. Hier hoch. So, wohin als nächstes? Ah. Stopp. So. Was war das denn gerade? Wohin jetzt? Moment. Da sind Rohre. Muss erstmal kurz... Immer geradeaus. Ah. Gut, hier. So, jetzt ein bisschen Swing Speed. Swing Speed, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Egal. Was passiert, wenn diese Rohre auslaufen, Dima? Zerstörung von Kommandoknoten deaktiviert Raketen, die Chimalion schützen. Dann betreten wir die Basis und hacken die militärische Kommandokonsole. Oh. Das hört sich schon mal toll an. Aber da wird auch leicht gefeuert, ich höre es. Keine Rohre mehr. Wow. Aber hier sind Boote. Wie dumm kann man sein und... Egal. So, erledigt. Und du noch einmal. Was noch? 58 Metern. Ach, ich muss da runtertauchen. Alles klar, wird mir ein Vergnügen sein. Warte kurz, Rico. Ich hacke das Tor für dich. So, dankeschön. Du bist drin. Ich muss erstmal hochkommen. Folge den Ohren, Rico. Ja, gleich. Oh, das wird ein Spaß sein, zu tauchen. Da war ich immer schlecht. Zu tauchen. Ja, aber ich würde sagen, hoch mit uns. So. Gleich wieder runter. Jetzt. Oh. Da sind wir auch schon oben. Moment. Noch einmal. Dankeschön. Das also die Basis. Warum habe ich das nie gesehen? Nachher musste man hacken. Was ist das denn? Grafikbug. Genauso wie so ein Glitch oder Bug, wie auch immer. Vorhin mit dem Boot. Ruhig. Da wird auch ein bisschen bombardiert. Ganz ruhig. Oh Mann. Welches Granaten? Moment, ich möchte erstmal da ganz hoch. Die merken mich nicht mal. Okay, doch. Guten Tag. Ich möchte mich noch ein bisschen umschauen hier.
Wer ruft Alarm wie bei Metal Gear Solid? Das wird ein bisschen mies. Rico. Der Energieknoten müsste im nächsten Raum sein. Oh, ich sehe schon. Das hier rausholen. Da wären wir. Zerstör alles. Ich kümmere mich um die HSW und mache sie unbrauchbar. So. Vorbei und erledigt. Dankeschön. Gute Arbeit, Dima. HSW ist deaktiviert. Die Rebellion kann die Kommandobasis von Chimaleon jetzt betreten. Oh, tut mir leid. Welcher Ausgang? Wieso konnte ich da nicht rein? Ah, okay. Gefunden. Ich muss nur hier raus. Und geschafft. So, dankeschön. Oh, HSF. HSW. Das heißt, die Dings sind weg. Hier. Ja, nehmt das. Ihr Pipeline-Freaks. Trophäe bekommen. Dann sind ja hier die Jets weg. Das ist ja cool. Und ich würde sagen, wir gehen hier hin. Nee. Hier hin. Schnellreise. Weil im nächsten Part werden wir wieder ein paar Außenposten erobern. Und das werden wir auch machen, denn, naja, bessere Waffen für die spätere Story. Das ist schon mal gut. Und ja, ist wirklich am besten lieber eine, naja, ihr wisst schon, zu erobern, anstatt später Schwierigkeiten noch zu haben. Okay, Moment, ich muss das mal kurz gucken. Dann gehen wir im nächsten Part dorthin. So, Moment. Oh, Mann. Ich glaube, das schaffen wir sogar dorthin. So. Oh, ganz schön dunkel und nebelig hier. Oder, ja, man merkt es auch, es regnet. Oh, so viel gleite ich also schon. Oh, Mist. Ich will meinen Rekord brechen. Tut mir den Gefallen. Okay. Ja, wenigstens Rang 2. So, da würde ich sagen, gebe ich hoch. Und Helikopter. Perfekt. Perfekter Moment, sage ich nur. Helikopter kommt zum perfekten Moment. Noch ein Glitch. Ja. Schön. Ich schaffe es irgendwie, jedes Spiel zu glitchen. Und Moment, mein Lieber. Bleib stehen. Okay. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber jetzt kommt der Helikopter. Komm mal her. Ich warte nur auf dich. Mir egal, ob Verstärkung unterwegs ist oder nicht. Oh nein. Ja. Suchprotokoll einleiten. Ich würde sagen, ich lande erstmal hier hin. Weil ich glaube, das geht sogar. Ja. Moment. So, ich glaube, das geht sogar. Ja. Nein. Aber das geht ganz bestimmt.
Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wow. Ja, Leute, das machen wir im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.